Ich bedanke mich bei der Frau Präsidentin Angelika Niebler, dass ich heute hier für den Tourismus sprechen kann und darf Ihnen ein paar Worte dazu sagen. Wir kommen von einer Ausgangssituation des bayerischen Tourismus, wo wir vor knapp einem Jahr 34 Milliarden Umsatz gefeiert haben, 560.000 Mitarbeiter, die der Tourismus hat. Wir haben davon 400.000 Mitarbeiter alleine in der Gastronomie und Hotellerie. Wir haben 10 Jahre in Folge wachsende Zahlen gefeiert und waren eigentlich zuversichtlich, dass das so weitergeht. Und dann ist Corona gekommen. Corona hat unsere Branche mit voller Wucht getroffen. Ich denke, wir sind die Ersten gewesen, die es voll getroffen hat. Und wir werden auch die Letzten sein, die da wieder rauskommen. Das ist ganz verheerend gewesen. Wir hatten fast 2 Monate geschlossene Betriebe. Wir haben dazu kommt, dass wir eine Ware verkaufen, die sehr verderblich ist. Das heißt, das Zimmer, was wir heute nicht verkaufen können, können wir nicht aufsparen und wann anders verkaufen. Das Gericht, was wir nicht verkaufen können, ist unwiederbringlich verloren. Deswegen hat es uns ganz besonders getroffen. Es war ein großer Schock für 40.000 Familienbetriebe, die oft über Generationen hier in Bayern arbeiten und auch für die Lebensqualität und die Identität Bayerns immer da waren und auch weiter da sein sollen. Nach unseren neuesten Umfragen sind immer noch 56% der Betriebe von Existenzaufgaben bedroht. Das heißt, wir müssen dringend weiter arbeiten, dass es im Tourismus wieder vorangeht. Ein großer Lichtblick waren die 7% Umsatzsteuerreduzierung auf Speisen, die unser Ministerpräsident Söder für unsere Branche errungen hat. Und das war für alle wirklich ein Hoffnungsschimmer, der uns sehr, sehr gut getan hat. Jetzt geht es wirklich darum, dass wir diese 7% Umsatzsteuer auf Speisen, die für ein Jahr befristet sind, verlängern dürfen. Die müssen verstetigt werden und eventuell sogar auch noch die Getränke mit eingeschlossen werden, damit es einen Hoffnungsschimmer gibt und die Betriebe in der Lage sind, die Schulden, die sie jetzt aufgebaut haben, wieder abzubezahlen. Wir brauchen dringend unbedingt eine Verbesserung der Überbrückungshilfen und was mein großes Anliegen ist, ist, dass wir das Arbeitszeitgesetz flexibilisiert bekommen. Es ist dringend notwendig, dass wir jetzt an solchen festgefahrenen Regeln arbeiten, um eine Flexibilisierung zusammenzubringen. Das betrifft im Übrigen alle möglichen Gesetze, alle möglichen Bürokratiehindernisse. Es muss doch möglich sein, wenn die Politik von uns verlangt, dass wir uns schnell anpassen müssen an andere Situationen, an anders gegebene Situationen, müssen wir auch in die Lage versetzt worden durch Regeln, die uns von der Politik vorgegeben werden, die eben flexibler sind, dass wir uns anpassen können. Es geht langsam bergauf mit dem Tourismus. Wir hatten auf dem Land zumindest eine relativ gute Situation im Urlaub. In den Städten ist die Situation nach wie vor verheerend. Es fehlt vollkommen der Geschäftstourismus, es fehlen ausländische Touristen. Das trifft uns alles ganz besonders hart. Corona hat gezeigt, dass die bayerische Gastgeberbranche nicht nur für die Wirtschaft essentiell ist, sondern auch für unser bayerisches Lebensgefühl, für uns alle. Und darum hoffe ich, dass wir wieder anderen Zeiten entgegengehen. Dankeschön.